Nun wollen wir uns um die Messung von Wechselgrößen kümmern. Und zwar wollen wir nicht, wie in dem Kapitel davor, mit dem Oszilloskop zeitaufgelöst messen, also im Prinzip ja, zeitlich für eine ganz, ganz kurze Zeit eventuell als konstant anzunehmende Momentanwerte messen, sondern wir wollen tatsächlich hier über Wechselgrößen sprechen. Wechselgrößen sind ja bekanntermaßen welche, die eine gewisse Zeitabhängigkeit haben, nämlich gilt hier in der Regel U von t ist gleich ein U Dach, ne, eben nicht von t, mal f von t. Und dieses f von t, das ist jetzt so gestaltet, dass es auch periodisch ist. Also haben wir U Dach mal f von t minus n mal t und das n ist eine ganze Zahl, positiv oder negativ, auch sehr, sehr groß. Also dieses U von t, also unsere Wechselgröße, war schon immer da und wird immer da sein. Und t ist die Periodendauer. Streng genommen gehört zu Wechselgrößen jetzt auch noch, dass der Mittelwert von f von t Mittel. Wert. Ich schreibe es mal so lose hin von f von t ist 0, dass der auch 0 ist. Wir können aber auch hier mit gemischten Größen arbeiten, das macht jetzt nicht unbedingt etwas. Ich gebe hier noch dazu an, dass mein f von t sich zahlenmäßig im Bereich von 0 kleiner gleich Betrag von f von t kleiner gleich 1 bewegt, nur dann macht die Amplitude, und das ist das U-Dach hier, Amplitude bzw. Spitzenwert Sinn. So, damit haben wir im Prinzip schon zwei Parameter aufgeführt, nämlich einmal die Periodendauer und den Spitzenwert. Bei der Periodendauer können wir noch sagen, wenn wir es jetzt hier tatsächlich mit einer harmonischen Funktion zu tun haben, also als eines der wenigen Beispiele arbeiten wir hier mit f von t gleich Sinus 2 mal Pi mal die Frequenz f mal t, ungünstig gewählt, merke ich jetzt gerade. F ist gleich 1 durch t, die Frequenz des Sinussignals. Und dann haben wir natürlich die Kreisfrequenz noch. Und das ist 2 Pi mal f ist gleich Omega. Okay, das war dann schon das Entscheidende hier. Wir können uns auch noch ein paar andere Dinge angucken. Wir können uns natürlich noch den Spitzenwert angucken. Als einen der ersten, den wir hier Spitzenwert von U von t und das ist gleich U Dach ist gleich das Maximum von U von t für oder bei oder in 0 kleiner gleich t. Kleiner gleich Periodendauer groß T. Also irgendwo in dem Bereich, das Maximum nehmen wir davon, und zwar nehmen wir das Maximum des Betrages, denn wenn das Ding mal nach unten ausbricht, dann kann das immer noch so sein, dass das auch der Spitzenwert wird. So, den Spitzenwert haben wir. Jetzt ist das Problem natürlich, wie beschreiben wir am besten so eine Wechselgröße.
Nun, wir haben das in Grundlagen Elektrotechnik 2 im ersten Semester schon hinreichend gemacht. Also ich möchte jetzt hier nur ganz kurz darüber hinweggehen. Wenn Sie da mehr Informationen brauchen, dann schauen Sie einfach nochmal bitte danach. Aber das kurz zusammenfassend könnte man natürlich sagen, wir nehmen den Mittelwert. Gemeint ist hier immer, ich schreibe es in Klammern dahinter, über eine Periode, denn wenn wir mehr als eine Periode nehmen, kommt ja keine neue, keine bedeutende Information dazu. Und es wiederholt sich ja alles nochmal genauso. So, wir könnten also nehmen hier U quer ist gleich, wir mitteln über eine Periode, also 1 durch T von 0 bis groß T U von T dt. Dass das jetzt kein richtig toller Wert ist, keine richtig tolle Beschreibung ist, sehen Sie allein daran, der Mittelwert der Spannung an der Steckdose, anliegt, ist 0. Das heißt, Sie können gefahrlos da anfassen. Tun Sie das bloß nicht, denn nur weil das im Mittelwert 0 ist, heißt es ja noch lange nicht, dass an anderen Zeiten da auch eventuell mal größere Spannungen anliegen, die sogar tödlich sein könnten. Und so ist es eben auch bei echten Wechselgrößen. Wechselgrößen ist U quer gleich 0. Und nur bei Mischgrößen, sogenannten, eben nicht. Na gut, wir könnten ein bisschen weitergehen und könnten sagen, okay, das ist irgendwie schlechte Beschreibung, wir nehmen mal den Gleichrichtwert. Ja, dann machen wir 1. Im Prinzip genau der Wert, den man erhält, wenn man eine Wechselspannung erst gleichrichtet und dann mittelt bzw. siebt. Also wie macht man das? Wie würde man das tun? Das sind 1, 2, 3 hier rüber. Genau. So, könnten hier eine Diode nehmen und würden dann das Signal, das da rauskommt, auf den Kondensator geben. So, und würden jetzt, ich zeichne es mal gleich so, dass es hinterher auch einigermaßen sinnvoll rauskommt. So. Und würden jetzt dieses Signal hier, ich nehme das mal hier unten ab und führe es an den Kondensator zurück, so nehmen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber wenn ich hier U von T habe, zunächst mal, und gehe von der positiven Halbwelle aus, also hier habe ich Plus, da habe ich Minus, dann sind jetzt beide Dioden gerade leitend, weil an beiden Dioden in Richtung des Pfeils da der Plus nach Minus abfällt. Wenn ich aber die Spannung umkehre, also die negative Halbwelle habe, damit Plus und damit Minus, müsste ich es im Prinzip genau umgekehrt machen. Das heißt also, ich habe hier die Diode, die jetzt das Positive nach wie vor in beiden Fällen hier da oben hinlegt und würde jetzt noch eine zweite Diode einbauen, nämlich eine, die hier, ist nicht schön geworden, jetzt wieder den negativen Pol des Kondensators mit dem negativen der Spannungsquelle verbindet. So, der Kondensator sorgt für die Mittelung. Und was wir mathematisch tun, ist nichts weiter, als dass wir hier den Gleichrichtwert, also den Betrag, mitteln. Und dann wäre das 1 durch t Integral von 0 bis t Betrag u von t dt. So, dieser Wert ist schon ganz gut, den kann man jetzt noch UGL nennen. Man kann die vor allen Dingen auch mit dieser einfachen Schaltung, wie ich sie da gezeichnet habe, bekommen. Also insofern, da haben wir schon was davon. Nur er hilft noch nicht so richtig, weil dieser Wert eben jetzt auch noch ja, im Prinzip nicht hilft, um zu erfahren, welche Leistungsfähigkeit, also welche Arbeitsfähigkeit in der Spannung steckt. So, um das zu erfahren, würde man einen Effektivwert nehmen wollen. Das ist der Wert. Das ist der Wert, den eine Gleichspannung
haben müsste. Um am gleichen Widerstand, selbstverständlich, oder an der gleichen Last und die gleiche Arbeit zu verrichten wie die betrachtete Wechselspannung. Nun, ich mache zunächst mal das Mathematische. Also im Prinzip relativ einfach. Sie nehmen einen Topf Wasser und machen den Topf Wasser einmal mit der Wechselspannung heiß und gucken, wie lange das gedauert hat. Und dann nehmen Sie sich eine Gleichspannung, irgendwie aus der Batterie oder mehreren Batterien in Serie geschaltet oder wo auch immer her, und machen das gleiche Experiment und regeln. Und das sollen in der gleichen Zeit natürlich das Wasser genau so heiß machen wie die Wechselspannung. Und Sie würden einfach die Gleichspannungsquelle so lange verändern, bis das Experiment glückt. Also sprich, die Gleichspannungsquelle mit dem dann ermittelten Wert macht in der gleichen Zeit die gleiche Menge Wasser genau gleich so heiß, wie eben die Wechselspannungsquelle das auch schaffen würde. So, da jetzt dummerweise die Leistung oder die Energie P proportional zu U Quadrat ist, müssen wir jetzt auch genau dieses tun, um die Effektivspannung zu berechnen, müssen wir den quadratischen Mittelwert nehmen. So, und den mitteln wir eben, und damit das Ganze hinterher wieder eine Spannung wird, ziehen wir noch die Wurzel raus. Also wir machen eine Root Mean Square Operation, sprich RMS. Deswegen wird der Effektivwert auch gerne URMS genannt, eben für Root Mean Square. Okay, so, da können wir uns jetzt noch zwei Vokabeln lernen. Wir können hier noch den Formfaktor einführen. Das ist der, der den Effektivwert mit dem Gleichrichtwert vergleicht. Den benutzt man im Wesentlichen in Messgeräten, oder man kann auch den Scheitelfaktor verwenden. Und da vergleicht man den Spitzenwert mit dem Effektivwert. Ups, falsche Farbe. So, dieser, wie gesagt, braucht man in der Messtechnik, kann man den verwenden. Ich zeige gleich, wie. Und diesen Wert hier, den braucht man im Wesentlichen für die Auslegung von Bauteilen oder sogar Baugruppen. Eine Baugruppe muss in der Lage sein, eine Spitzenspannung auszuhalten, da nicht durchzubrechen, nicht kaputt zu gehen, vielleicht auch nicht linear zu werden oder sowas. Und das bei einer dann eben doch kleineren Leistungsfähigkeit oder einem kleineren Leistungstransport, der da durchgeht, U-effektiv. Und da gibt eben dieser Scheitelfaktor einen Wert dafür vor, wie viel, ja letztlich Overhead man eigentlich braucht, um die Spitzenspannung noch richtig bedienen zu können. So, die Frage ist jetzt, wie misst man diese Parameter? Also zunächst erstmal, was sind die Parameter und wie misst man sie? Ich habe hier mal so ein paar, ich möchte das Ganze jetzt gar nicht im Detail ausrechnen. Ich habe hier mal so ein paar ausgegriffen. So, damit man sich das mal angucken kann.
Einmal für Sinus und für Rechteck. Viel mehr brauchen wir jetzt hier nicht. Wir könnten natürlich den Sägezahn und so weiter noch dazu packen. Das haben wir dann auch alles zum Teil in den Grundlagen der Elektrotechnik gemacht. Naja, also wir haben den Mittelwert, der ist sowohl bei Sinus als auch bei Rechteck symmetrisch 0. Klar, der Gleichrichtwert, der ist beim Rechteck natürlich U0, weil da klappt die untere Hälfte einfach nach oben und dann ist es eine Gleichspannung. Der ist U0 bzw. U-Dach mal 2 durch Pi als Gleichrichtwert, also ein bisschen drunter. Der Effektivwert ist das berühmte U0 durch Wurzel 2. Und beim Rechteck ist es eben so, da, wenn das gleichgerichtet ist oder wenn das Arbeit verrichtet, verrichtet es auf der positiven Puls genauso viel Arbeit wie im negativen Puls. Und damit ist das auch wieder U0. Und die Formfaktoren können sich ablesen, 1,111 oder Wurzel 2, beim Rechteck entsprechend 1. Rechteck wäre also aus dieser Sicht eine durchaus gute oder ideale Signalform. Aus verschiedenen anderen Gründen ist es das nicht unbedingt. Okay, so. Wie kann man jetzt die Parameter messen? Nun, Variante 1 ist sicherlich, messe einen Parameter. Der einfach zu messen ist. Das kann sein, der Spitzenwert, U-Dach oder auch der Gleichrichtwert. Und berechne den in diesem Fall Effektivwert, U-Effektiv. Mittels Form und Scheitelfaktor. So, der Vorteil, das ist richtig schön einfach. Eventuell braucht man bloß eine Diode und einen Kondensator, dann hat man schon einen Spitzenwert. Oder eben vier Dioden und einen Kondensator, dann hat man den Gleichrichtwert. Der Nachteil ist, funktioniert nur für eine Signalform. Also ich muss den passenden Form- oder Scheitelfaktor dann mir dann raussuchen und mit dem muss ich dann eben einfach weitermachen. Und wenn ich dann diese andere Signalform dranlege oder nicht weiß, was die Signalform ist, dann funktioniert das eben nicht. Variante 2 ist so eine mathematische, nicht? Also ich führe einfach, man kennt, wenn man die Signalform nicht kennt oder nicht voraussetzen will, die Signalform nicht voraussetzen kann. Oder will, muss man entweder die oben genannte mathematische Funktion ausführen oder über die Leistungsdefinition gehen. So, die eine Variante wäre dann also einfach, ich habe hier mein UE, so wie das da, und dann habe ich hier beispielsweise irgendwie so ein Quadrierglied. So, dann kann ich das Ganze hier jetzt auch noch auf so ein, naja, vielleicht ein Proportionalglied dahinter, so ein Operationsverstärker oder sowas. Ja, und dann mache ich hier die Mittelwertbildung mit R und
C. Und wenn ich das getan habe, dann mache ich mir hier so eine Box dahinter. Die macht mir jetzt hier so eine Wurzelbildung. So, und das geht dann wieder raus. Und dann habe ich hier eben U-Effektiv. Eine Variante. So, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass das auch schon nicht so die einfachste ist, aber sie würde funktionieren. Man kann natürlich auch die digitale Variante gehen und die mathematische Funktion so ausführen, dass man wie mit einem Oszilloskop beispielsweise die Signalform in der Zeit abtastet und dann führt man eben, nachdem man analysiert hat, was eine Periode ist, genau diese Operation aus. Das ist auch nicht wirklich ein Problem und das wird auch gemacht, wenn Sie zum Beispiel an Smart Metering oder so denken. So, dann könnte man natürlich auch noch eine andere Variante nehmen und dann über Leistungsvergleich gehen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das noch auf die Seite kriege. Ja, das sieht gut aus. So, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Eingangsspannung UE, die wollen Sie messen. Dann könnten Sie die ja an einen Widerstand geben. So. Dieser Widerstand, der macht jetzt eine Diode oder einen Halbleiter heiß. Und damit das auch funktioniert, sind die thermisch miteinander natürlich eng verbandelt. So. Die haben das gleiche Theta, ja, Theta groß. Okay, so, jetzt brauchen wir natürlich hier den Theta 1. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch eine Spannung, die wir irgendwo messen können. Deswegen haben wir da noch einen Widerstand dran. So, hier legen wir mal eine positive Spannung an. Den Widerstand nennen wir mal hier einfach RD. So, das könnte jetzt ja schon funktionieren und dieser Widerstand R1, wenn er dann aufgeheizt wird, dann würde der die Diode D1 erwärmen. Jetzt denken Sie bitte nicht unbedingt hier daran, dass das jetzt so ein SMD oder ein axial bedrahteter Widerstand sein muss, der dann an die Diode geklebt wird oder sowas. Das könnte alles auf einem Chip sein und dieser Widerstand R1 ist einfach nur eine ganz, ganz kleine Schicht auf dem Chip und das D1 auch nur ein Halbleiterübergang. Weiter gar nichts. So, wir könnten uns ein ähnliches System ein paar Zentimeter weiter aufbauen, aber thermisch entkoppelt natürlich. Ebenso mit einer Diode dran. Hier ist dann natürlich D2 und einem Widerstand dran. Den nennen wir auch nochmal R1. Und das ganze Ding ist auch thermisch wieder verkoppelt hier, also in einer Box. Das kann der gleiche Aufbau sein. Es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn es der gleiche Aufbau ist, dass er sich ähnlich verhält. Muss das aber nicht. Das kann auch etwas anders sein. Nur die Diode muss sich eben sehr, sehr ähnlich verhalten. So, auch diese Diode braucht natürlich eine Vorspannung. So. Und wenn sie das hat, die Diode, dann, oder wenn das so ist, dann könnten wir jetzt ja einfach nur die beiden Spannungsabfälle über die Dioden vergleichen und dann eventuell noch was nachregeln und schon wäre das Problem gelöst. Nun, wie vergleichen wir? Wir gönnen uns hier einen Operationsverstärker. Minus, plus und würden jetzt an beide Eingänge hier über den Widerstand da die jeweilige Spannung anlegen. Einmal von dem. Die ganzen Netzwerke müssen natürlich sehr ähnlich sein. Und von dem. Dann machen wir mal die Leitung wieder auf, damit wir hier gut durchkommen und es keine Kreuzung gibt. So. Okay. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die passenden Rückkopplungen hier. Das ist auch richtig. So, hier haben wir noch ein R2, das dann hier auf Erde gelegt wird. Dann haben wir hier oben noch für die Rückkopplung die
die Regelung in dem Vergleich ebenfalls ein R2, damit das hier nur in eine Richtung gehen kann, kommt da noch eine Diode dran. So, und das hier wird an den Widerstand gelegt. So, dann können wir natürlich am Ausgang hier da U-Effektiv gleich Wurzel U quadratischer Mittelwert messen. So, also wir gehen hier über den thermischen, über den Vergleich der thermischen Leistung. Der thermischen Leistungen, die eben da in den Widerständen verrichtet werden. In den Widerständen. So, jetzt muss man nicht glauben, dass das ja ein Gleichspannungsproblem ist oder ein niederfrequentes Problem wäre. Dieses kann man bis in den hohen, hohen Gigahertz-Bereich so ohne weiteres betreiben. Ich sagte ja eben schon, auf der linken Seite, das muss jetzt kein SMD oder axial bedrahteter Widerstand oder sowas sein. Das kann ein Stückchen auf dem Chip sein. Das kann auch einfach nur eine Welle sein, die dann eben in irgendetwas absorbiert wird, was dann die Diode aufheizt und so. Und das muss man nur richtig kalibrieren und richtig miteinander vergleichen. Und dann geht das bis in den hohen Gigahertz-Bereich rein, dass man genau so eine Schaltung verwenden kann. Auf der linken Seite, das UE, ist dann eben durchaus hoch, also bis viele Gigahertz Signalfrequenz. Und nirgendwo, außer in dem linken R1, tritt diese hohe Frequenz auf und muss die verarbeitet werden. Nicht? Und die wird nur da genutzt, um etwas warm zu machen. Sie könnten damit sogar Lichtleistung messen oder den Effektivwert von irgendeiner Lichtwelle messen. Sie legen einfach eine schwarze Pappe oder so auf den Fußboden und packen dahinter die Diode D1 und dann machen sie die ganze Mimik und gucken, welche Vergleichsspannung denn da, da bei U effektiv auf der rechten Seite rauskommen müsste, damit die schwarze Pappe oder etwas, die Diode D2 genauso warm wird. So, damit schließe ich dieses Thema für heute.